Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Ja, weiter geht's mit dem Technic Let's Play. Ich bin hier unten mal schauen, wie der Stand der Dinge ist. Also wir sehen, Honig haben wir ja nicht viel, weil wir das ja in unserer anderen Anlage machen. Curseite Öl, das passt. Ja, in der letzten Folge waren wir ja in End. Da gab es leider ein Problem. Ich musste den Enderdrachen dann doch besiegen. Das, was ich machen wollte, hat leider nicht funktioniert. Darum musste ich ihn dann töten. Und das habe ich dann aber nicht mehr aufgenommen. Weil das hat ewig gedauert und das wollte ich dann nicht. Weil er immer abgehauen ist und dann muss ich nachfliegen und bla bla bla. Was wir aber hier haben, ich habe schon mal im Vorfeld zwei Bienen gezüchtet, die, wenn wir hier schauen, zack, hier eben als Blumen, nur Blumen brauchen, also als Flowers Blumen, also nicht mehr das Enderauge. Enderauge, was reden? Das Ender-Ei, so heißt es. Ender-Ei. Und die haben keine Effekte mehr, das heißt, die machen uns keinen Schaden mehr. Da habe ich mal eine Dings gezüchtet. Und ich habe schon die anderen ein bisschen ja am Laufen. Hier, da werden wir gleich Schaden bekommen, schätze ich mal. Nee. Die habe ich rausgenommen, okay. Hier hatte ich zwei Laufen. Naja, wisst du. Ich hasse diese Förderbänder. So, da haben wir 10. 19. Okay, da haben wir eh schon jede Menge. Hier habe ich auch die da rein. Da holen wir uns ein paar. Ne, warte, dann machen wir anders. Tun wir die rein, weil die sind ja besser, weil die haben noch immer die Effekte und so. Wenn wir hier schauen. Der hat noch den Effekt Ends, das heißt, wir kriegen Schaden und er braucht noch das Ender-Ei, das wir hier haben. Beim Ender-Ei muss man ja immer aufpassen, das muss man mit einem Bisten abbauen. Das kann man so normal nicht abbauen. Und hier haben wir auch noch ein paar Enderbienen. So. Dann werden wir jede Menge Enderbörner davon bekommen, hoffe ich halt. Müsste kommen, Summer. So, die sind gestorben. Zack. Ich hoffe, die haben jetzt keinen Effekt und so weiter, dass die wirklich gleich geblieben sind, so wie wir sie hatten. Kein Effekt und Flowers, das passt. Dann können wir den wieder hier reinmachen. So. Und jedes Mal, wenn die sterben, bekommt man zwei Mystic Coms raus. Und nachdem wir hier unser Super Breeder haben, mit den Chocolate Frames, hier hinten die Dings habe ich rausgenommen, dann sterben die ziemlich schnell, also haben sie ein kurzes Leben. Und man bekommt immer wieder zwei raus. Also könnte man wirklich ganz schnell an kommen. Hier haben wir jetzt müssen wir aufpassen, damit wir nicht wieder zurück mutieren. Jetzt hat er slower, fast, fast, das passt. Yes, no. Der hat dasselbe. Was hat denn der jetzt unterschiedlich? Long. Okay, irgendwas haben die unterschiedlich. Egal, wir hauen den da wieder da dazu. Dann bleibt er wieder gleich. Diese zwei kann man nicht stacken. Ne, die haben irgendwas unterschiedlich. Egal, hauen wir sie mal hier rein. So, ich hoffe, dass die Musik einfach nicht zu laut ist. Ich hoffe es wirklich. Weil bei mir ist sie ziemlich laut, aber naja. Vielleicht liegt das auch nur am Headset, dass sie so laut ist. Ich hoffe es mal. Gut, es wird Nacht. Wir haben hier jede Menge Mystic Coms, die müssen wir auch unten in unsere Zentrifugen einbauen. Schauen wir mal, was haben wir hier bei der ersten. Rocky, da haben wir die Mystic Coms noch mit rein, ein Stück. Und hier rein, zack. Dann macht der uns hier draus so hier schönen bussierenden Propolis, oder wie die heißen da. Bussating. Und die kann man dann, wenn wir diese in eine Maschine packen, und zwar in Crafting Table, also angeordnet, bekommen wir dieses pulsierende Mesh raus und das brauchen wir wiederum in den Carpenter so rein und dann bekommen wir eine Enderperle. Das werden wir dann gleich mit unserem Applied Energistic System machen. Und zwar werden wir das folgendes machen, wir werden das hier abliefern lassen und der soll das dann drüben in unserer Zwischenstation gleich zusammencraften, alles fix und fertig machen und dann die Enderperlen nach Hause liefern, also über die Zugstrecke.
Was ist denn hier los? Soll er uns das dann direkt nach Hause liefern? Damit wir zu Hause nur mehr noch Endprodukte haben. So, machen wir weiter da, ne? So, das heißt, hier soll auch noch 5, wie viel soll man da abladen? 10 Stück. So, die sollen uns hier abladen in unser System. Und was wir daraus machen, da bauen wir Import und Export Bus, ne? Gehen wir mal schlafen. Komm. So. Ich hoffe wirklich, dass die Musik nicht so laut ist. Das ist echt blöd hier irgendwie. Naja, sehen wir eh. Wenn es zu laut ist, tut es mir leid. Wir brauchen jetzt Import und Export Bus und dann ist am besten, wir gehen mal nach Hause. So, einfach mal hier drüber geflogen und hier in die Kakteen rein. Genau. Das ist immer gut, das piekst so richtig. Dann spürt man, dass man noch lebt. So, wir brauchen Import Bus. Eins, da brauchen wir noch eins, da brauchen wir zwei. Okay, da hat er zwei gemacht, egal. Und Exportpass. Da craften wir jetzt auch gleich drei Stück. Dann haben wir das auch gleich hinter uns. Drei Stück. Dann brauchen wir Carpenter. Haben wir keinen, okay. War ja ein Versuch wert. Was wir noch gebraucht haben, ist ein Automatic Crafting Table. Haben wir auch nicht. Crafting Table haben wir auch nicht. Okay, dann müssen wir mit Holz anfangen. Das heißt, wir brauchen ein Crafting Table. Und wie ist du? 4x Holzzahnräder, glaube ich, war das und der Crafting Table. Automatic Crafting Table, genau, den brauchen wir. Und wir werden uns gleich mal schauen, was ein Carpenter kostet. Carpenter. Okay, Bronze und so eine Sterling Engine, oder wie heißt die? Sterling, ja. Haben wir da keine mehr? Okay, das wundert mich. Na, dann machen wir uns schnell eine. Ist dann nicht schwer, die war einfach so. Zack. Und hier glaube ich Glas, ne? Wenn wir gleich mal testen. Ob ich das in Erinnerung habe. So, so. Genau. Ein Stück. Mehr brauchen wir eh nicht. Nee, eigentlich nicht, weil die kommen hier rein. So, ja, passt. Wir brauchen noch Bauer, also brauchen wir noch jede Menge solche Bauerpipes. Da haben wir drei mit. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, haben wir noch. Hier kommt noch ein bisschen. Das lassen wir nochmal drin. Wir müssen wieder rüber. Ui, na. Rauf, 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 nicht runter. Aufpassen, dass der Zug hier nicht kommt. Hier müssen wir auch mal ein Dach drüber bauen, weil das stört mich ein wenig. Wir hier so rumfliegen und dann kommt irgendwann mal der Zug und wir sind platt. Hier Honig haben wir auch fast voll und na, Öl noch nicht ganz. Jetzt habe ich wieder vergessen, wir brauchen ME-Kabel. Ich hoffe, wir haben welche ins System, sonst müssen wir wieder rüberlatschen. ME. Ja, Hammer. Bestellen wir mal 10 Stück, das sollte hier reichen. Und dann den Rucksack. Blau. Da sind sie. So, spitze. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das hinbauen. Am besten, wir bauen das gleich mal. Crafting Table, den müssen wir befüllen von oben. Bauen wir den hier hin einfach mal so. Genau. Dann Import Pass. Machen wir hier und Export Bus obendrauf. Das verbinden wir alle schön. So. Und das geht dann hier einfach nach unten. Da muss ja eh irgendwo ein Kabel hingehen. Hier ist das. Seht ihr? Das verwenden wir gleich. Da sparen wir uns Kabel. Die wollte ich ja nicht hier bauen. Ich wollte das hier bauen. So, zack, raus hier. So und so, genau, dann ist das angeschlossen.
funktioniert, wackelt und hat Luft. Und jetzt können wir sagen, hier... wie war das angeordnet? Weiß das noch jemand? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich auch nicht mehr. Deswegen schauen wir uns nochmal das Rezept nach. So. Also 5 Stück brauchen wir hier zum... Da brauchen wir 5 Stück, das ist blöd. So, dazu kommt, hat er uns was mitgebracht? Ja, hat er uns. Gut. Braver Zug. Wahrscheinlich hat er uns mehr mitgebracht, was jetzt nach Hause liefert, weil er hier einfach, ja, zu, sag mal dazu, bin ich blöd. Weil er uns hier einfach, weil wir hier gesagt haben, 10 und drüben hat er sicher mehr bekommen. So. Genau, der verteilt das hier und zieht dann gleich wieder raus, sobald er neues hat. Gut, das funktioniert mal. Jetzt müssen wir trotzdem nach Hause und die restlichen pulsierenden Dinge da abholen, weil der Zug die wieder mitgenommen hat. Wir müssen dann eh mal zu Hause hier. Können wir gleich mal schauen, ob er die mit hat. Da sind sie. Ah, ja, Glück gehabt. Haben wir sie noch erwischt. Wie gesagt, wir müssen dann eh schauen, dass wir zu Hause mal weitermachen, weil... Der Zug liefert das jetzt alles nur in Kisten rein und es passiert nichts. Die Kisten werden ja auch mal voll. Na komm raus hier. Und das müssen wir dann auch gucken, dass wir das dann weiterverarbeiten bzw. alles in unser System einlagern. So, jetzt können wir das hier reinhauen und ihr werdet sehen, er wird gleich die pulsierende Mesh hier machen. Und er teilt das hier auf, wenn wir noch eins haben, zieht das nächste raus. So, und dann waren das, ich glaube, 5 Stück in den Carpenter oder so. Beim Carpenter muss ich schauen, wo wir das jetzt hinbauen. Ideal wäre ja fast irgendwo. Psst, wo sind wir denn? Hier sind wir mittig, ne? Dann haben wir hier eins, das passt so zusammen. Dann bauen wir den Carpenter. Befüllt von oben rausziehen, von der Seite. Hier hin. Dann kommt hier wieder ein Import. Ne, falsch, so, da ist Import. Das Export kommt oben drauf. So. Genau. Und beim Carpenter müssen wir jetzt... was muss da rein? Das ist wieder die Frage. Ja, jetzt wird etwas länger dauern, weil das Server Backup macht, aber... Was haben ich gebaut? Carpenter? Also, der braucht wahrscheinlich nichts, oder? Ich hoffe es, weil... Hier wird ja der Carpenter anders angezeigt. Na komm. Achso, ein EMD, der braucht nichts. Gut. So und so, okay. So, so. Okay, dann hier raus. Das heißt, er braucht noch Energie. Dieses Mal brauchen wir aber Beatcraft-Energie. Die müssten wir ja auch hier irgendwo haben, ne? Genau, hier ist sie. Eins tiefer noch. So, ich hoffe, wir haben jetzt Hammer mitgenommen. Zack. So, und so. Und jetzt müsst ihr die gleich alle aufarbeiten. So, hier wieder schön dicht machen. Zack, na komm, rein da. Und wieder das helle, den hellen Brick hier drauf. Da, da und da. Zwei übrig geblieben, das passt. Genau, er macht sie hier. Sieht man. Hat er gemacht. Und jetzt müssen wir eine Enderperle hier haben. Siehe da, eine Enderperle. Was wir jetzt nur das Problem haben ist, wir müssen den sagen, er soll die hier rein tun. Zack. Müsste er die unten reinbacken. Genau, ey, das funktioniert einfach spitze. Hat er schon wieder reingepackt. So, 3 Stück. Und sobald er 5 Stück hat, macht er eine Enderperle. Das heißt, das ist vollautomatisch, das System. Ich kann überlegen, nee, das geht nicht, dass wir den gleich hier dazu machen.
So. Dann haben wir das mal abgehakt. Okay, jetzt geht's wieder. So, das heißt für uns, wir gehen mal zu unsere Pinien. Da könnten wir eigentlich ja so schick rüberfliegen. Da müssen sie ja irgendwo sein. Weil wir fahren hier geradeaus, dann sind sie hier, genau. Und nach unten. So, die sind wieder gestorben. Da mal wieder drei verschiedene. Das ist natürlich doof. Da muss man aufpassen, damit sich die nicht wieder falsch kreuzen. Mal ein bisschen Auge halten, ob die wirklich das sind, was wir haben wollen. Wir wollen haben hier, dass wir Flowers haben und kein Effekt. Und das Noctal, also dass sie Nachtarbeiter sind. So, die passen schon. Cold ab 1, also man könnte hier alle verwenden. Der hat jetzt Noctal and Flying. Jetzt, wenn er inaktiv ist, okay. Der hat No, okay, dann nehmen wir die zwei wieder. Die sind wahrscheinlich besser. Und es wird wieder Nacht. Jetzt hauen wir das mal hier auf Förderband drauf. Ich habe gesagt, aus Förderband. Damit das gleich verarbeitet hier, so. Könnten aber mal schlafen gehen, ne? Dann werden wir das eh automatisieren, alles zusammen. Wir haben ja hier noch ein paar. Das heißt, wir nehmen hier die Queen raus, also die Prinzessin raus. Stopfen die dann mit hier einer zusammen. Mit der da. Und die bauen wir jetzt einfach. Ja, die müssen wir jetzt vorerst mal hier reinstopfen. Dann mal hier die ganze Charge hier raus. Dich da rein und dich da rein. Vielleicht schaffen wir es, dass eben dieses Flower auf der übergeht. Da habe ich noch nicht geschaut. Ui, nee. Und jetzt müssen wir hier eine rausholen. Die macht Redstone. Imperiale. Industrial. Was haben wir hier noch? Industrial haben wir zweimal, dann kommst du raus und hier kommt dann die Enderbiene rein. Da schauen wir doch mal, welche besser war. Kein Effekt. Die hat nur einmal ja. Die hat auch nur einmal ja. Und die hat auch nur einmal ja. Also wären es eigentlich dreimal die gleichen, dann du. Dann haben wir hier eine neue Zucht und zwar diese Enderbienen. So, hier haben wir zweimal Enderbienen, die haben wir hier rein. Die kann man lassen. Die sind alle mit Flowers, gut. So, hat der das jetzt übernommen oder nicht? Schauen wir mal, was wir da haben. So, hier haben wir dann inaktiv haben wir End, hier haben wir Flowers, das schaut schon mal spitze aus. Effekt haben wir, da hat er keinen, das heißt, wir müssen noch eine schauen. Die hat End, das ist eine blöde, die kommt dann gleich weg. Die hat End, ist auch blöd. Das heißt, wir holen uns hier eine raus. Die und die zum Beispiel. Und stopfen die hier nochmal rein. Und hoffen, dass er das übernimmt. Die zwei, was wir hier haben, die müssen wir gleich entsorgen. Hier ist der Recycler voll, okay. Ja, das ist, weil ich den nicht automatisiert habe. Okay, da sind wahrscheinlich einige tausende Bienen schon daneben gefallen. Gehen wir unten in den Recycler. Und zwar dich habe ich gesagt und dich. Scrap, das können wir eigentlich hier rein tun, das holt er eh hier ab. Hier habe ich überhaupt, genau, da habe ich noch ein Advanced Item Loader hingebaut, damit auch hier die Sachen abgeholt werden. Mystic Comms haben wir gesagt, kommt hier rein, solange wir durchmachen. Ja, hat er eh noch zwei hier. Das wurstelt dann so langsam vor sich hin. Jetzt schauen wir mal, was hier rausgekommen ist. Hoffen, was Gutes. So, die schmeißen wir wieder hier rauf, dann kannst du gleich weiterverarbeitet werden. Und wir gucken nochmal. Wir haben hier Slowest. Okay, das ist nicht. Ja, Longer könnte besser sein, ne? Auf alle Fälle, ihr seht, wir haben hier keinen Effekt. Und bei Inaktiv haben wir den Effekt. Schaut hier aus. Haben wir keinen Effekt. Bei Inaktiv haben wir den Effekt.
Kein, das ist eine gute, die brauchen wir. Das heißt, die zwei aber hat die, ja. Das heißt, wir hauen noch mal diese zwei hier rein. Die und die. Und diese Biene können wir gleich recyceln. Da brauchen wir ja nicht runtergehen. Das können wir einfach auf dieses Förderband hauen. Dann wird die automatisch recycelt. Wo habe ich die jetzt her? Weg damit. Ah, das war die Dust. Oh, da muss ich aufpassen. Die darf ich jetzt nicht wegschmeißen. Die backen wir hier wieder rein. Ist das eine Queen? Ja, Glück gehabt. Das heißt, die züchtet sie eh nochmal raus. Wobei, wir haben ja noch eine zweite. Da können wir jederzeit rausholen. Die. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, wir sehen, Effekt hat sie wahrscheinlich keinen mehr. Ich hoffe es. Kein Effekt, kein Effekt. Passt. Das ist eine sehr gute. Wir haben hier Yes, also in der Nacht, und Flyer Cave brauchen wir nicht, also die ist wirklich gut. Gut hingezüchtet, die hat noch einen Effekt, der kommt weg. Die hat auch noch einen Effekt weg, das heißt, wir nehmen hier eine neue, ohne Effekt, haben wir sicher. Die hat wahrscheinlich keinen Effekt mehr. Kein Effekt, das heißt, die zwei zusammen müsste dann ein Spitzenprodukt ergeben. So, die können wir wieder wegschmeißen hier. Die zwei waren fehl am Platz. Gucken wir nochmal, was hier rauskommt. Und wenn wir eine schöne haben, dann setzen wir die auch dann irgendwo hier rein. So wie die. Denn wir werden einige Enderperlen mal brauchen für mein nächstes Vorhaben, größeres Projekt. Deswegen müssen wir auch Enderbienen züchten. So, die gehen gleich wieder runter. Und die sollte jetzt sterben, genau. Und ihr seht, tada, zweimal die gleiche Drohne. Das heißt, wir haben eine schöne, ohne Effekt, gleichhaltende Biene. So, und auch ohne Effekt. Und Flower. Genau so eine wollte ich haben. Die können wir hier nochmal reinschubsen. Da bekommen wir noch ein paar Mistcombs. Könnte man theoretisch ja auch hier automatisieren. Bräuchte man nur Chocolate Frames. Hier muss ich noch alles anschließen. So, wie schaut sie eigentlich aus? Ist hier leer, ja. Und die zwei muss ich auch noch daran schließen. Da muss ich dann mal offline umbauen, die ganze Sache hier. Die gefallen mir jetzt, die sind beide gleich. Gut, dann können wir hier mal unser Inventar ein bisschen leeren. Das Bild, das hau ich jetzt hier rein, die werden wir immer wieder brauchen. Was haben wir hier drin? Da haben wir das da dazu. Das werden wir auch wieder mal brauchen, wenn wir wieder Bienen züchten. Wenn wir nach und nach immer wieder Bienen züchten. Ah, jetzt sind wieder verschiedene rausgekommen, seht ihr? Da muss man halt immer wieder ein bisschen drauf achten, was da rauskommt. Die hat keinen Effekt, wichtig ist der Effekt. Die hat auch keinen Effekt. Die auch nicht, okay. Das heißt, das ist egal, wer wir hier reinpacken. Es wird immer die gleiche rauskommen. Nur irgendwelche Werte sind anders. Wichtig ist, dass sie keinen Effekt hat. Das ist das Wichtigste. Sonst stupsen wir uns hier immer an und wir kriegen Schaden. Was ist natürlich durch unsere Rüstung ja nicht schadet, der Schaden. Aber ich will das nicht, weil da hat man immer so einen komischen Ton und so weiter. Egal. So, da war die Diamantbiene, die Ölbiene, ich glaube, die ist gestorben. Kann das sein? Schätz mal, das holen wir uns gleich eine neue. Die sterben ja irgendwann mal. Hol Prinzess und Drohne. Legen wir gleich eine neue Line rein, ne? Hauen wir die alte Line hier raus und zack. Öl, Öl, das passt. Hauen wir eine neue rein und die Ölbienen hier haben wir wieder hier rein, damit wir da immer wieder schön unser Liquid DNA bekommen. So, was haben wir hier eigentlich noch alles? 22, das passt. Hier haben wir Ölkomps, die werden wir auch gleich hier. Ölbiene war hier, ne? Dann haben wir die Ölkomps hier rein. Kann der nach und nach immer schön Öl produzieren. So, eins nehmen wir gleich mit.
So, Enderbeene, das passt. Das ist mir jetzt egal eigentlich. Die werde ich jetzt einfach mal reinhauen. Und zwar werde ich hier... Ender, was haben wir denn hier? Rusti, das war für Eisen, ne? Diamant brauchen wir auch noch. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Diamant. Haben wir eine Diamant raus. Die Zucht hier. Und haben wir hier nochmal End rein. So. Diamanten haben wir eh eigentlich momentan ziemlich viele. Machen wir uns einfach eine neue Line rein und fertig. So, die Enderbiene kommt hier rüben wieder hin. Die waren hier, die Enderbienen, die was gut sind. Damit wir ein paar auf Reserve haben. Kann man hier runter. Rückanzug da? Nee. So. Ah, hier war die Mystic Comps. Kann man hier rein, ne? Genau. Warum steht da oben eine Kuh? So. Fleisch. Wird gleich recycelt. Die Punkte bleiben hier. Vielleicht haben wir hier 0. Okay, 1. Jetzt. Da kommst du da wieder rein. Hier passt, dann gehen wir nochmal rüber und schauen, wie viel Enderperlen wir mittlerweile schon haben. Ich schätze mal, so 3 Stück werden es schon sein, hoffe ich halt. Dann werde ich das ein bisschen offline laufen lassen, damit wir mehr bekommen. So, unser Zug fährt. So. Damit wir auch mal was machen, momentan wird der mit Cans und so befüllt, da müssen wir was machen. 10 soll er abladen, das passt. Eine haben wir nur. Magere Ausbeute, ne? Ja, doch, weil relativ viel hier gebraucht wird, ne? Deswegen habe ich ja auch 2 Lions gezüchtet von den Enderbienen. So, jetzt gehen wir mal nach Hause und schauen, ob er zu Hause auch was abgelagert hat. Beim Bahnhof unten. Weil, wie gesagt, alles Überflüssige, was er nicht drüben abladet, ladet er hier ab. Am großen Bahnhof. Da müssen wir dann noch was schauen, dass er uns hier nicht die ganze Kisten voll macht, weil hier ziemlich voll, ne? Den kommt's. Und ihr seht, wir haben wieder 59 Diamanten. Die Propolis sollte eigentlich drüben ablagern. Wir haben auch nochmal 16 Diamanten und jede Menge Scraps. Redstone brauchen wir immer wieder. Das nehmen wir alles mal raus hier. Scraps nehmen wir auch raus. Den Crabs. Und schmeißen das gleich in unser System. Seht, überall steckt Diamanten schon wieder. Können wir dann jede Menge wieder bauen. Und das eigentlich nur durch Bienen, also ohne Farmen. Ich habe auch die Framecurry schon längst abgebaut. Muss ich auch dazu sagen, die gibt es schon längst nicht mehr. Weil ich da noch was vorhabe, die will ich noch ein bisschen umbauen. Deswegen habe ich sie mal abgebaut. So, Honigdrops, das und das, die Propolis, gehören hier nicht rein. Auch nicht. Das gehört alles rüber. In die andere Anlage. Keine Ahnung warum. Das ist halt einfach, wenn er mal mehr hat, als wie wir hier drüben eingestellt haben, dann bringt er es nach Hause. Ist ja auch gut so, bevor er, weil wir drüben sagen, er soll einfach alles ausleeren. So, dann bekommen wir hier wieder Honig, weil der was zu tun bekommt. Spitze. So, der wurstelt hier, das passt mir. Enderburn, ja. 2 Stück schon, das passt. Wenn das ein bisschen läuft, dann läuft es eh. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, ciao Leute, bis dann.